Willkommen zurück bei FIFA 15 zum, habe ich nochmal geschaut, das ist jetzt auch gar nicht hier das letzte Spiel der Saison, die wir jetzt hier haben, denn danach geht's weiter mit der Gruppenphase vom Confederations Cup, was? Confederations Pokal? Argentinien, das, ich dachte, das wäre der Welt, hier, Weltmeisterschaft, oder, nee, 2017, das passt ja alles gar nicht. Was ist das denn? Ist mir ja auch egal. So, wir spielen jetzt erstmal gegen Norwich City. Und vielleicht können wir die auch wieder 6-0 wecker und so wie Swansea City. Das wäre doch auf jeden Fall mal was. Alles klar, direkt den Ball erobert. Alter, what? Ey, ich werde da aber auch so krass abgedrängt von dem alten Haiupai da. Kann immer jemand bitte die Beine brechen? Dafür wäre ich sehr dankbar. Und dann spielt er da so einen Pass, ne? Oh. Ei, das kann man aber auch pfeifen, Schiri, Mensch. Die hauen da ja so ruppig da ein um. Oh nein. Oh nein. Oh, doch Glück gehabt. Was denn? Ach, Schiri, du bist doch scheiße. Du hast doch keine Ahnung, du Idiot. Oh nein, ich war im Abseits. Ich wollte sagen, warum lässt er denn so einmal so lange weiterspielen, aber hat er doch noch abgepfiffen. Okay, Norwich scheint sich aber auch ordentlich Mühe zu geben bisher. Was war das denn? Alter Schwede, was ein Schuss. Mit links. Oh, aber auch knapp unter die Latte. Batz, da geht das Tor rein. Und wir lassen uns selbstverständlich hier feiern. Was ein geiles Tor. Jetzt bin ich im Abseits zu. Nein. Ah, sehr schön. Oh, schade. Hätte ja nochmal klappen können, ne? So, außerhalb des 16ers nochmal ein zweites Tor schießen, direkt hintereinander. Hätte ich auf jeden Fall nicht nein gesagt. Oh, sehr schön gesehen. Und? Ach. Am Tor vorbei, schade. Na, ich hätte vielleicht noch mal irgendwie annehmen sollen, dann vielleicht noch mal nach rechts oder nach links oder ein bisschen abwarten sollen. Na, naja, nun ist eh zu spät, ne? Was soll ich mir da jetzt noch groß Gedanken drüber machen?
Oho, ein bisschen verdaddelt. Oho, was machst du da? Ich will mich beschweren. Oh, spiel doch rüber, du Idiot. Nee, Credo war das bestimmt. Oh, nice. Und zack, da ist das nächste Tor. So, das waren jetzt wie viele Tore? 28 in der Champions, in der Barclays Premier League. Ah, vielleicht kriegen wir sogar noch die 30 voll. Das wäre doch mal geil. Torschützenkönig in der Champions, in der Premier League. Ja, Freunde, wo soll ich denn hin? Hier ist doch alles voll. Kam auch keiner mit von den alten Dussels hier. Schade, ich wollte aber nochmal schießen, warum denn nicht? Ist doch eh gleich Halbzeit. Oho. Nice, 3-0. Alter, wir kriegen die 30 noch voll, wa? Ah ne, dafür müsste ich jetzt noch ein Tor schießen, weil wenn ich mich jetzt ja so verausgab, dann habe ich ja eine ganz schöne Arschkarte. Ja, dann spiele ich ja nächstes Spiel nicht mehr. Egal. Dann schießen wir einfach hier nochmal ein Tor, hoffe ich zumindestens. Zuccolini kommt rein. Ups. Ich wollte eigentlich so durchgehen. Hat nicht ganz funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Spiel doch eher den Ball ab. Oh, nice. Er kriegt ihn tatsächlich noch wieder. Oh, das hätte ja genau gepasst. Na was? Oh, Silva kommt drauf. Oh, da. Oh, ho, ho, ho. Da hat der Torwart aber gefährlich weggepaustet, da. Alter Schwede, hätte Zuccolini den Pass reingemacht. Oder war das Bruno Juno oder wie der hieß? Der alte Bruno Juno. Oh, Alter, der kommt da tatsächlich so durch. Sehr schön, Torwart. Nice, das ist meiner. Den nehmen wir an. Und dribbeln uns hier durch. Oh, ausgerutscht! Nein! Oh, scheiße! Ich hoffe, wir haben uns nicht dabei verletzt. Nee, sieht gut aus. Ah, Diop kommt drauf. Alter, dann müssen wir den vielleicht nochmal in Szene setzen, wa? Gehört ja so schon fast mit dazu. Oh, nice. Oh, schade. Oh, ein böser Pass nach hinten. Naja, gibt nur einen Eckball. Uchichachung? Was weiß ich. Könnte kein Mensch lesen. Alter, keiner ist jetzt hinterher zu rennen.
Kann ich ja eh nichts ausmachen. Dann ist mir das auch Wumpe. Eieiei! So, schneller! Shit! Soll einfach den Ball abnehmen lassen, das ist Kacke! Das darf nicht sein! Oh! Gottverdammte Scheiße, ich krieg den Ball nicht mehr hinter die Linie. Ich darf da vielleicht auch nicht so hinterher sein, sondern einfach ein bisschen so auf mich zukommen lassen und dann das nicht erzwingen. Ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Die stehen aber auch kompakt jetzt da hinten. Ich glaube, die wollen nicht ein Tor wieder mehr reingehen lassen. Oh, puh, der kam tatsächlich nur an. Nein! Oh, das gibt es nicht. Ach, das war abseits. Oh, tatsächlich. Das war abseits. Oh, rumpelt er mich da so um. Alter, das war aber auch mal gut gemeinter Schuss, ne? Da so zum Mitspieler. Ups, dran vorbei. Oh, ich hab's schon kommen sehen, dass der uns da so stehen lässt. So, jetzt pfeife ab, Schiri. Ich krieg hier kein 30. Tor mehr. Da, die Sache ist gelaufen. Na, ich wollte nicht mehr zu trinken hier. Da muss ich mir jetzt mal eine neue Wasserflasche aufmachen. Oh, Alter, hat er den umgebolzt. Okay, nice. Nein, nein, du dummer Idiot. Oh, bist du blöd. Alter, dann beiß die Zähne zusammen und lauf einfach weiter. Du, oh, ich könnte gerade kotzen. Kriegt der dann Krampf? Was ein Arsch. Hinch, Match winner mit 3 Toren. Ja, ist mir doch egal. Mann. Oh, halt. Ich höre schon wieder in der Stadt. Das gibt's doch nicht. Fußballverhandlung gibt. Hä? Gregor Hinsch, wir sind im Sturm, wunderbar. Siegt mit Sieg bei seiner Premiere. Was? Gregor Hinsch zeigte beim verdienten Sieg seiner Mannschaft Deutschland ein überragendes Länderspieldebüt. Hä? Ach, internationale News. Der Spieler des Turniers. Euroleague-Leistungsträger der Woche. Sind wir wieder mit dabei? Vereinsnews. Hinsch, Matchwinner. Transferfenster geschlossen. Jonas sagt nein zu Hull City. Ja, ja. Und wir spielen da, ne? Du schießt ja tatsächlich. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wo kann ich denn hier meine Dingen sehen? Wie fit ich gerade bin. Weiter.
Ist das hier? Nee. Teambericht? Mensch, Moral unbekannt, ja, ja. Oh, das sind meine Attribute. Da, Energie 97. Okay, ich bin also doch relativ fit. Hm. Na, ich bin gerade überlegen. Ach, dann machen wir das einfach doch nächste Woche. Ja, dann spielen wir das. Wir sind ja eh noch ein bisschen länger jetzt hierbei bei der Saison. Das, wir wollen ja auch noch hier weiterspielen danach. Hoffe ich mal, dass das noch geht. Alles klar, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Woche, am nächsten Wochenende wieder mit einer neuen Folge von FIFA 15 gegen Southampton. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.